Also, auf geht's in Match Nummer 2. Würzburg gegen Navi. Kleines bisschen Verzögerung, halbes Stündchen. Aber es ist für ein LAN-Event immer noch relativ entspannt. Gerade für den ersten Tag in so einem Event. Da können wir uns... Können wir uns auf jeden Fall noch nicht so sehr beschweren. Alles gut. Also, wir gehen in die Map rein. Ich hatte es vorhin gesagt, meiner Meinung nach Navi hier ganz klarer Favorit. Gerade auch wegen der Mapwahl und wegen der Leistung, die sie in letzter Zeit abgeliefert haben. Aber es könnte durchaus sein, dass wir hier eine Überraschung erleben. Denn es ist ein Einmapper und da kann bekanntlich alles passieren. Und wer weiß, vielleicht kommt da ein Virtus Pro wieder zu alter Stärke zurück. Ja, Snacks ist schon ziemlich offensiv unterwegs. Navi hat erstmal den Connector eingenommen. Das ist typisch, das machen sie immer. Selbst wenn sie B-Go spielen, so wie es in dem Fall hier passieren wird. Jetzt haben wir nochmal kurz auf den Connector geworfen. Da geht's kurz durch. Erst zwei Leute mitgenommen. Von oben nur einen. Das hat Schaden gemacht. Der ist Rank Nummer 3 schon. Schöne, dicke Headshots. Und es bleibt alles an Guardian hängen. Aber der kann natürlich nicht zaubern. Da wird er von Neo von hinten schon über den Haufen gerannt. 1:0. Starke Piste von Virtus Pro. Könnte schon mal ein guter Moment sein, um hier wertvolle Runden zu sammeln. Overpass wahrscheinlich CT-lastig. Meistens. Und gerade bei Navi könnte ich mir das vorstellen, dass sie da in der Lage sind, recht viele CT-Runden zu holen. Also Virtus Pro wird da einiges brauchen. So, dementsprechend die Polen. Hier mit ordentlich Equipment unterwegs, aber haben sich da die ein oder andere SMG noch geleistet. Also ich denke, dieses Muster, was wir gerade sehen, dass in der zweiten und dritten Runde regelmäßig auch SMGs gekauft werden, das ist ganz klar eine... Oder das ist ganz klar ein Kompliment wert an Valve. An der Stelle haben sie vom Balancing her alles richtig gemacht. Haben die SMGs als Nischenwaffen wieder brauchbar gemacht. Im entscheidenden Moment sind sie einsetzbar, wenn man da gerade in der zweiten Runde eben was spielen möchte oder dritten. Und trotzdem ist es nicht so, dass sie overpowered sind. Von daher... Kudos zu Valve. Aber Navi ist da ziemlich drauf marschiert. Flame hat die beiden vom Spot geholt. Und plötzlich steht Virtus Pro hier ein bisschen gefährlich da. Tess hält nochmal gut gegen Bialy. Jetzt ist Flamey der letzte Verbleibende mit nur noch ein paar AP. Also der nächste Gegner, der ihn sieht, wird ihn wahrscheinlich nur noch anhauchen müssen. 2:0. Aber das ist ziemlich gefährlich geworden. Und Virtus Pro hat der Tatsache 3 Leute verloren. Also ein Flameys. Schöne Frags da Richtung A-Spot. Denen ist es zu verdanken. Deswegen hat Pascha da auch nochmal einen nice one Flamey übrig für seinen Gegner. Ich denke, das hat er sich auch verdient. Trotzdem kann Virtus Pro da noch über die Runde kommen. Vor allem die wichtigsten Waffen haben sie durchbekommen. Die teure M4 vor allem. Oh, Snacks. Bauen wir da auch noch unter die Sünder, sind von oben über den Haufen gerannt. Auch die teure, die günstigere M4. Ja, A4 ist irgendwann mal alles. Ne, ich wollte mit dem Knife rangehen. Und Tess hat seinen Mate durch die Wand erschossen. Tess da unten von 4B, glaube ich, als ich richtig gesehen habe. Hat einfach mal durchgeschossen. Bisschen unglücklich sein Mate erwischt. Kann man ihm keinen großen Vorwurf machen. Ging aber der Mate war fast tot. Und er wusste, dass sein Mate da wahrscheinlich keine Munition mehr hat. Also versucht das einfach mal. So, und jetzt geht's in die erste Waffenrunde. Jetzt wird's interessant. Virtus Pro mit 2 normalen M4 unterwegs. Also Selbstvertrauen an dieser Stelle. Natürlich immer ein kleines bisschen Map abhängig. Also Virtus Pro hat da durchaus verschiedene Möglichkeiten. Es gibt Maps, auf denen sie auch alle Charlie M4 spielen. Und dann gehen jetzt andere Teams zum Beispiel, die nur und ausschließlich die Charlie spielen. Da hinten
ist Nee unterwegs. Mittlerweile haben die alle dieses blöde Klickmesser. Tasche. Kleiner Schlagabtausch mit Edward. 38 Sekunden gewohnt langsamer Spielstil von Navi. Pascha, jawohl, das war ein wichtiger. Da links auf der Smoke kommt jemand raus. Wenn er es jetzt noch zurückziehen kann, hätte er alles perfekt gespielt. Jawohl, die Flash hat ihm dann noch ein paar Sekunden verschafft. Navi ist da nicht direkt hinterhergegangen. 20 Sekunden. Der Rätsche Pascha und er hat sicher gezielt. 4:0 wird es Pro. Also, erste kleine Hürde nochmal genommen. Und dann sollte es bei Navi nochmal in die Eco gehen, bevor man dann nächste Runde wieder vernünftig nachkaufen kann. Sehr weit offensiv. Da hat sich schon mal ein Flamey gefischt. Max. Ja, da geht er vom Guardian von der Seite. Das hat mal ein bisschen zu lange offensiv gezeigt. Pascha schnappt sich auch nochmal jemanden. Auch er wird seine M4 verlieren. Und? Was ist hier los? Warum ruckelt das plötzlich so? Mal schauen, ob das an mir liegt. Ich brauche plötzlich keine Footsteps mehr. Also das liegt am GoTV. Dagegen werde ich jetzt nicht viel tun können. Damit müssen wir uns einfach abfinden, leider. Hoffentlich ist das gleich wieder behoben. Zeus. Hat die Runde nochmal wieder ein bisschen mehr aufgemacht. Was siehst du, ist da schon sehr, sehr weit durch. Das heißt, wenn Biali hier nicht absolut aufpasst, dann könnte es passieren, dass er etwas unglücklich über den Haufen gerannt wird. Und Biali hat nicht so schön, dass jemand rechts um die Ecke kommt. Hat er gut reagiert. Also er hat schon irgendwo mitbekommen, da könnte vielleicht jemand Richtung CT-Base rein sein. So, Runde Nummer 5 auf das Counter von Virtus Pro. Auch da ist die relativ teuer geworden. Wieder 3 Spieler verloren. Und Navi hält damit das Geld der Polen so ein bisschen in den Grenzen. Aber Virtus Pro kann sich im Notfall da sicherlich noch eine Runde durchkaufen. Biali, offensiver Move, aber hat ihn leicht, sich leicht verlaufen, dann der Smoke. Das wird ihm natürlich dann zum Verhängnis werden, siehst. Gar nicht mit dem Refrag. Perfekte Möglichkeit eigentlich Richtung B raufzugehen, aber wird es plötzlich schon relativ schnell danach geschoben. Vielleicht das nächste Motor wirft, ist natürlich bekannt, dass er da jetzt auch steht. Also zieht man nochmal zurück, das ist typisch Navi, dann im entscheidenden Moment nochmal rumzurotieren. Das könnte gut funktioniert haben, dann wird es plötzlich komplett auf den Baseboard eingeschossen. Jetzt kommt hinten Edward rum, der hat den A-Spot schon safe gemacht. Dementsprechend sollte er seinen Mates da den Rücken gut frei halten können. Erstmal überprüfen, ob da oben vielleicht noch jemand steht. Und eigentlich wäre es besser, jetzt abzuwarten und sich da gar nicht zu zeigen. Aber ich möchte die Gelegenheit nutzen. Jetzt ist Next Down. Also ist ein kleines bisschen Risiko eingegangen, aber es hat sich ausgezahlt. Und jetzt kommt Pascha da von der Seite. 1-gegen-2 Situation. Er hat Guardian um die Ecke laufen sehen, aber die Bombe liegt nicht gut für ihn. Guter Molotow. Sollte ihm ein kleines bisschen Ruhe verschaffen. Guardian ist vorne durchgepusht. Die Nate reicht nie im Leben, um Edward da wirklich auszuschalten. Und hallihallo, Guardian. 1:5. Also erste Runde an Navi gegangen. Taktisch rausgespielt. Gut verschoben. Gut einzeln auch die Situation erkannt. Wie gesagt, Edward, kleines bisschen riskant. Aber dafür hat er das Ganze dann in Turn 1 umgemünzt. Und das hat sich definitiv gelohnt. Und Virtus Pro haben sie schön an die Wand gespielt in dem Moment. Wie gesagt, trotzdem die Polen genug Geld zurückgelegt, damit sie jetzt nochmal nachkaufen können. Müssen sich also jetzt wirklich keine Gedanken um Equipment machen. Und sie könnten da, er kann da so ein bisschen durchziehen. Hätte Pascha ein kleines bisschen mehr Geduld gehabt, dann hätte jemanden erwischen können.
Wer ist es gewesen, der da rumkommt? Zeus war da bereit, den Connector einzunehmen. Und jetzt ist diese wichtige Position in die Hände von Navi gefallen. Und die brauchen sie auch zum Verschieben. Wir haben es gesehen, wie lange es eben gedauert hat, bis man die Bombe rüber auf den Armspot bekommen hat. Deswegen ist dieser Aufbau hier für Navi deutlich sinnvoller. Deutlich angenehmer. Kurz und nett auf den Spot. Jetzt wird es da gleich den Versuch geben, oben drüber zu pushen. Kuckuck, da steht er. Aber sie wurde rechtzeitig gefunden. Biali trifft ihn nicht ganz. Also man hat sich entschieden, Guardian nach unten zu setzen. Sie hätte natürlich auch oben drüber schauen können. Aber war sich vielleicht mit der Arcanon doch ein bisschen, hat sich ein bisschen wohler gefühlt, weil er etwas flexibler reagieren kann, je nachdem, wo der Gegner hinzieht. Oder wo er steht. Snacks hier offensiv, der war da ein bisschen am falschen Fuß erwischt. Und es ist niemand da, der den Reflex spielen könnte. Stattdessen geht's rauf auf den B-Spot. Tassiert noch. Oben drüber geschaut, aber wird rechtzeitig gepickt. Flamey wieder mit guten Entry-Frag-Qualitäten. Hat er oftmals schon bewiesen auf anderen Maps und in anderen Spielen. Er macht direkt wieder hier den Spot auf. Damit ist die Runde eigentlich weg. Die Frage ist, ob Virtus Pro nochmal auf Exit-Frags geht. In der nächsten Runde werden sie nicht nachkaufen können. So viel ist klar. Auch mit den zwei gesaveten Waffen wird es das nicht geben. Aber man könnte natürlich versuchen, dann etwas Schaden zu machen. Besser als eine Piste ist es allemal. Aber deswegen dieser halbdefensive Aufbau, dass man da schon ein bisschen noch versucht, dem Gegner Schaden zuzufügen. Schön, zwei Frags von Zeus. Und damit 5:2. Wie gesagt, ich würde mal behaupten, alles was 6 oder mehr T-Runden sind, ist eine ganz gute Ausgangssituation. Also zweistellige CT-Ergebnisse sind recht häufig. Gerade bei zwei recht guten CT-Teams. Aber beim Einmapper, da darf absolut oder kann absolut alles passieren. Und gerade wenn es am Anfang von so einem Turnier ist, dann kann das durchaus sein, dass es anders kommt, als man denkt oder als es vielleicht gewohnt ist. Schöner Offensiv-Flash. Edward hat ein bisschen Lucky noch einen mitgenommen. Tess weiß gar nicht, wie ihm geschieht. So, Pascha den Connector wieder einzunehmen und dann Richtung B zu gehen. Vielleicht ein bisschen Schaden zu machen. Zeus hat ihn schon auf dem Schirm. Da haben sie sich aber gegenseitig gut ausgemufft. Keiner mitbekommen, dass der andere da wirklich steht. Snacks. Terrorists win. Und 5:3. So, jetzt gibt's die nächste Waffenrunde. Virtus Pro ohne AWP unterwegs. Snacks hätte sie durchaus kaufen können. Das heißt, man hat sich absichtlich entschieden, da ohne AWP anzutreten. Ich denke, man sollte es jetzt vielleicht noch eine schiefgegangene Runde geben. Dann wird Virtus Pro sicherlich auch auf AWP umsteigen. Pascha spielt ja ganz gerne mal zum Beispiel eine lange oder eine offensive Position vor A. Von AWP gibt es erstmal einen Standardaufbau. Kleiner Turm, sie ist erfolgreich. So, Blick Richtung lang. Wir haben den Guardian. Der steht bereit. Ah, da hat er verschossen und dementsprechend festgenagelt worden. Und da steht Snacks auf dem offenen Feld. Muss sich einfach durchsetzen. Er muss Edward ausschalten, wenn er hier überleben will. Edward hat lange gebraucht und es hat auch zu lange gedauert, bis Pascha schon noch nachzieht. Jetzt steht auch er offen. Perfekte Gelegenheit unten für Zeus, ihn am Verschieben zu hindern. Ist gerade im Reload. Zeus jetzt rum oder nie? Jawohl. Ah, sauber zusammengespielt. Virtus Pro hat ein kleines bisschen zu viel Risiko gespielt, meiner Meinung nach. Ist ein bisschen zu sehr offensiv gegangen. Den hätte er haben können. Hat genug Zeit zum Drücken gehabt. Jetzt bleibt Zambiali hängen, die Situation irgendwie noch zu retten. Frag Nummer 1 hat er. Jetzt ist sein Überraschungseffekt weg. Guardian hat... Zeus hat nicht mitbekommen, wo er da hingelaufen ist. Also,
Die Ansage kam nicht so richtig. Schalldämpfer M4 macht es natürlich ein bisschen schwerer, ihn zu orten. Oder fehlte die Kommunikation an der Stelle? Edward hat nicht mitbekommen, hat sich angesagt bekommen. Und Bialy kann das Klatsch, kann den Klatsch durchziehen. 1 gegen 3 Situation geholt. Defuse gebraucht er nicht, dafür ist mehr als genug Zeit. Tja, und die Frage ist, kam das nicht rechtzeitig an bei Edward, wo er herkommt? Wir haben vorhin gehört, dass die Spieler sich über laute Musik beschwert haben. Oder wurde es eben nicht richtig geortet, hat er nicht mitbekommen, wo Bialy hier geschossen hat. Er hat sicherlich nur gehört von der linken Seite. Oder nur den Hitmarker bekommen von links. Könnte natürlich genauso an der City-Treppe gewesen sein. Pasche. Da war dieser Offensiv-Push. Backup gab es, aber Snacks war durch die Smoke abgetrennt. Und jetzt steht er da ganz alleine. Und ich denke mal, dass Navi halbwegs weiß, wie Virtus.pro hier die CT-Seite spielt. Und in dem Fall wird es Snacks das sehr, sehr schwer machen. Neo hat sich zu ihm gezogen, möchte natürlich den A-Spot dann nicht alleine verteidigen. Aber sie werden dann trotzdem ins Kreuzfeuer geraten. Guardian schon so weit durch. Jetzt kommt Snacks. Jetzt ist seine Position ganz leicht zu finden. Kann eigentlich nur an einer Stelle stehen. Test ist auch schon bekannt. Zumindest nochmal gegen einen durchsetzen. 18 AP noch. Sehr, sehr schwierige Position. Da wird er nicht mehr viel Schaden machen können. Deswegen die Entscheidung, hier die Waffensicherheit zu bringen. Sicherlich verständlich. Aber der Weg ist noch relativ lang und die Zeit ist auch noch sehr lang. Bombe ist noch nicht geplantet. Das heißt, 35 Sekunden, sich in Sicherheit zu bringen. Dann wird er seine Waffe verteidigen müssen. Win. 6 zu 4. Wichtige Runde für Navi. Die Anschlussrunde wird das Pro abgenommen und damit haben sie wieder ihr Geldsystem so ein bisschen oder ihr Money Management so ein bisschen kaputt gemacht. Jetzt gibt es hier nur 1400 plus 500 für jede weitere verlorene Runde, also. Das ist erstmal wieder Eco und höchstwahrscheinlich sogar 2. Das Pro wird sicherlich dann nochmal nachsparen in den nächsten. Deswegen jetzt auch hier so einen kleinen Force Buy. Man weiß, dass man sowieso in der nächsten Runde darauf folgende nicht kaufen kann. Ich gehe mal davon aus, dass die Jungs dort nur sehr, sehr schwer hören können. Also ich habe es, wie gesagt, nicht gesehen, wie es da vor Ort aussieht. Aber wenn man sich die Kommentare vorhin aus dem letzten Spiel angeguckt hat, der Teams, dann hieß es, ja, das, wer braucht schon Sound? Solche Aussagen kamen da. Also wahrscheinlich wird es dann nur schwer sein, alles mitzubekommen. Dementsprechend macht es vielleicht für die These ein kleines bisschen einfacher, weil eben Informationen unter den Verteidigern nur schwer ausgetauscht werden können. Pasch hat nochmal jemand angeschossen. Neo. Weitergemacht. Hat auch noch gehittet. Zeus hat nicht, Edward hat nicht mehr allzu viel. Zeus noch mit 60 AP. Also ein Pistol Headshot würde auch auf Distanz noch reichen. Jetzt kommt Zeus dazu. Und Bialy ist unterwegs nach unten. Das Gefühl, dass es da vielleicht rauf geht. Jetzt kommt Edward hier mit der FAP. Damit hat er nicht gerechnet, dass da noch jemand close steht. Dementsprechend wird die AK erstmal die Hände von Bialy übergehen. Und es würde mich nicht wundern, wenn er es nochmal versucht. Sie müssen nächste Runde eh sparen. Der hat er gerade rechtzeitig gesehen. Ein bisschen lucky. Sie ist trotzdem sauber abgezielt. Und sauber den Zeigefinger auf die Maustaste gedrückt. Fünfte Runde. Und jetzt die Option natürlich für Navi auszugleichen. Virtus.pro muss da einmal vernünftig sparen. Und Pasch hat kaum Geld drin gelassen, aber Snacks schon. Also vielleicht gibt es in der nächsten Runde nochmal die AWP. Aber ich denke, dass das Problem bei Virtus.pro eher ist, dass sie zu früh aus der Runde genommen werden, dass sie zu früh gepickt werden. Das ist, irgendwo ist der Fnatic Molly nicht angekommen. Ich habe es nicht gesehen, wenn ich ehrlich bin. Gucken wir nach den Scorch Marks. Ich sehe es auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Ja, so wenig zu sehen. Pascha kommt da jetzt nach. Hat einen Leiter-Step gemacht, aber ich gehe mal nicht davon aus, dass sie den gehört haben kann. Der ist sicherlich auch mit perfekten Bedingungen kaum zu hören. Aber er hat doch ganz gut auf dem Schirm, dass jemand von hinten kommen soll. Das ist seine Aufgabe, dort abzudecken, damit niemand seinen Mates in den Rücken fällt. So, 6 Ausgleich. Und jetzt geht's in die Waffenrunde. Das Geld ist ein bisschen knapp, ich gehe mal nicht von der AWP aus.
wieder der Versuch, um den Turm einzusetzen. Das hat halbwegs funktioniert, aber jetzt Flamey eigentlich nur angehittet, 50 HP noch. Fast 60 sogar. Guardian hat auch schon ein bisschen Damage kassiert. Jetzt geht's drauf. Biali ist gefragt. Test mit dem Refract. Aber auch er wird von Guardian relativ schnell ausgenommen. Aber sie haben die Chance, jetzt hier einiges an Damage zu machen. Neos Köpfchen ist da schon aufgetaucht. Aber Guardian mit seiner WP natürlich nicht so flexibel, wie er das gerne hätte. Jetzt kommt Snacks über kurz. Ist momentan noch abgesmogt. Und der Slowake kriegt seine Chance, hier noch auf seinen Mate zu warten. Aber Guardian entscheidet sich schon rum zu pushen. Bombe in dem Moment down. Und für Edward ist das eigentlich eine fast unlösbare Situation. Er wird zumindest einen kleinen Überraschungseffekt haben. Aber es wäre nicht das erste Mal, dass er über die CD-Base durch ist. Und eigentlich müsste niemand anschauen. In dem Moment guckt Neo schon mal. Wirft nur sporadisch mal einen Blick nach links. Aber zu viele Positionen, die er gleichzeitig überprüfen muss. Deswegen fällt er hier. 26 HP noch. Ja, also Zeitdruck saß ihm natürlich auch ein bisschen im Nacken. 7-6. Wie gesagt, normalerweise würde ich sagen, 6 Runden sind schon genug, um das Ganze hier nach Hause zu spielen. Aber wie gesagt, die Situation dort, die Tatsache, dass sie da in dem LAN... im LAN wahrscheinlich nicht ganz so viel hören, wie sie es zu Hause tun oder vielleicht sogar ziemliche Probleme mit dem Sound haben, könnte die Kommunikation als CT deutlich schwieriger machen und auch auf Steps kann man sich nicht unbedingt so verlassen. Es wurde vorhin Cloud9 in einer Runde ziemlich Neo erstmal so tun, schneller B-Push. Mal eine ganz andere Spielweise, das Tempo gewechselt. Das kann ziemlich effektiv sein. Flamey schon wieder zu einer dummen Spot genommen. Unglaublich stark gemacht. Und zunächst hat sich dahinter der Smoke noch positioniert. Wenn er halbwegs präzise zielt, sollte er in der Lage sein, den Bombenleger davon abzuhalten. Snacks, jetzt durch die Smoke. Da steht ein blinder Flamey, schön gemacht. Zeigen zwei Situationen. Edward und Seas, korrigiere, es ist nur noch Seas übrig. One-on-one zwischen Pasha mit der WP und er hat zumindest den richtigen Blickwinkel. Der Molotov ist bitter für Seas. Muss er smoken. Damit kriegt Pasha seine Gelegenheit, aber er hat verschossen. Er hat verschossen, hat ihn nicht ausreichend gilt, dass die Granate sitzt. Und Seas lebt immer noch. Jetzt kommt die Smoke drauf. Und das sollte gar kein Problem sein. Oh je, Pasha hat seine Chance vertan. Der Molotov war gut richtig kurz. Er hat den Gegner gezwungen, danach zu smoken. Und dementsprechend hat man natürlich diesen kleinen Vorteil, dass der Gegner ein bisschen orientierungslos ist. Und ausgerechnet diesen einen Schuss versemmelt Pasha. Dann hat er keine Secondary zur AWP, sodass er mit der P2000 gezwungen ist, durchzudrücken. Chancen, da jemanden mit Helm und 100 HP wegzuschießen, sind natürlich auch relativ gering. Und ja, oh je. Da fehlt ein bisschen die Sicherheit bei Pasha. Siehst, schönes Spray Control. Wird direkt drüber gezogen. Die beiden haben sich getroffen. Kopf gestoßen. Snacks, die Banane reicht da auch nicht. Der Baum liegt noch ganz weit hinten. Also Navi hat sich hier definitiv noch nicht entschieden, wo es hingehen soll. Und ich denke, man wird es auch nicht mehr unbedingt ausspielen. Pasha ist unterwegs Richtung B unten. Fast die komplette Map-Kontrolle bei Navi. Das Einzige, was Navi jetzt noch schief gehen kann, ist, dass Pasha 3 Einzelduelle bekommt oder 4. Dadurch die Runde vielleicht noch holen kann. Gegen 3, da kommt Flamey schon um die Ecke. 8-7. Also, starke T-Vorstellung von Navi, ohne Frage. Virtus Pro hat da wieder ein kleines bisschen... ja, wieder ein kleines bisschen underperformed, meiner Meinung nach. Es fehlt so ein bisschen auch den Einzelspielern. Wie gesagt, wir haben diese Runde von Pasha gerade gesehen. Das hätte eigentlich eine gute Runde für Virtus Pro sein können. Nachdem er die Smoke da rausgeworfen hat, nachdem der Gegner da durchgepusht ist, hätte er den Frag eigentlich haben können. Also, sagen wir mal, ein Guardian hätte sowas... meistens nicht verschossen oder erst recht ein Skadoodle. Der hätte das natürlich mit Handkurs genommen. Ja, Neo, Biali, Pasha, Tess, alle ungefähr mit ausgeglichenen Stats unterwegs. Flamey hat starke Entry-Frags gemacht. Man sieht im Scoreboard nicht unbedingt, dass er jetzt hier... sieht nicht aus wie ein Hard-Carry, aber er hat einiges an wichtigen Frags gemacht. Ja, und sie ist 19-9. Immer wieder im Scoreboard zu finden in der Runde. So, jetzt warten wir auf das Go.
Warten auf die zweite Halbzeit. Counter läuft. Und ich denke, die Piste wird für Virtus Pro fast sowas wie eine Pflichtrunde werden. Ohne die Piste wird das ziemlich schwierig. Und wir müssen mal bedenken, dass das Navi die Piste nicht geholt hat. 5-0 hinten lag. Und daraus dann einen 8-7 umgedreht hat. Also es wirkt so, als ob Navi hier deutlich stärker ist. Ordentliche Decoys, VB, damit das ein bisschen nach viel aussieht, was Bialy und sein Mate dort machen. Das sollte ganz klar ein Fake sein. Und das hat zumindest soweit funktioniert, dass Navi hier drei Spieler auf dem Baseball positioniert hat. Plus Guardian, der auch noch dabei steht. Und man hat Cis hier relativ offensiv hingestellt. Ich bin nicht ganz sicher, was man damit erreichen wollte. Navi hat nicht so viel Granaten gehabt, dass man dort eben viel rausziehen konnte. Hauptsächlich mit Rüstungen unterwegs. Und Cis hat das einzige Defuse-Kit. Also, sollte es da zu einer Retake-Situation kommen, dann wird es relativ schwer, das den Defuser von der Kante dort zu holen. Ja, und Cis muss jetzt schauen, dass er wenigstens ein, zwei Leute mitnimmt. Wenn er da ein bisschen unglücklich in die Zange genommen wird, dann kann es sein, dass sie es etwas so spät mit Pit bekommen. Auch hier wieder hervorragende Informationsbeschaffung. Schöpf und Cis hat sich einfach in der Smoke versteckt. Und es gibt ja die perfekte Gelegenheit, da von hinten aufzuräumen. Aber große Probleme. Zumindest hat er genug Verwirrung gestiftet, dass es funktioniert hat. Neo auf Lang ist nur noch ganz alleine. Oh, Neo. Jawohl. 9-7. Saustarke Piste von Navi. Sie hatten erst nachgeschoben, um den Baseball zu verstärken. Ganz klar. Da standen vier Leute, glaube ich. Irgendwie so. Wir haben alle rüber geschaut auf den B-Spot. Dann hat man einen Spieler hier offensiv gestellt. Der hat einen Blick reingeworfen, sodass man eben ein bisschen Informationen bekommt, ob der Gegner da durchkommt oder nicht. Plus, sie hatten die ganze Zeit Cis hier stehen, der perfekte Informationen für seine Mates liefern konnte. Das heißt, Navi wusste zu jedem Zeitpunkt in der Runde, was der Gegner macht. Und jetzt geht's schnell rauf. Da sind sie vielleicht ein bisschen schlecht vorbereitet. Zeug steht da hinten mit der Farmers. Der wird jetzt auch mal einen Ticken zurückziehen. Einfach nur schauen, dass er seine Position halten kann. Solange bis seine Mates dann ihm zur Hilfe kommen. Da kriegt er direkt das Gesicht von Neo. Schöne Headshots hier da abliefert. Ohne Headshot. Der weiß, dass da irgendwo rechts einer stehen müsste. Ein Schuss noch, dann ist Neo weg. Und wird Pro nicht mehr dazu gekommen, die Bombe zu legen. Und sie ist mittlerweile 23-9 Sets. So, jetzt versucht nur Infos zu bekommen. Jetzt kann man sagen, dass da einiges rüber ist. Flamey von der Seite gegengehalten. Nimmt sich die Zeit, nochmal seinen Winkel zu verändern. Schöne Kreuzfeuersituation. Smoke liegt auch. Absolut keine Chance für Tester, was gegen zu machen. Und jetzt geht's in die erste richtige Waffenrunde hier. Zweite Halbzeit. Und Virtus Pro muss jetzt bald ins Spiel kommen, ansonsten könnte das schon ein bisschen schwierig werden. Die nächste Runde ist für Navi auch wieder zwei Runden wert. Die Bullen können dann nicht mehr nachkaufen. Es sei denn, sie kriegen jetzt die Bombe gelegt, dann könnte man sich's vielleicht nochmal überlegen. Aber auch 3400 ist nicht unbedingt so wahnsinnig viel. Warte mal, lass mich mal überlegen. 3900. Ganz kurz rechnen.
So, Edward hat Kontrolle über den Connector. Wichtige Position. Das ist Navis Spielstärke, denke ich, auf der Map, dass sie das sehr, sehr gut verstehen, im entscheidenden Moment die wichtige Schlüsselposition in der Mitte zu kontrollieren. Jetzt haben sie sich lieber ein bisschen zurückgezogen, wollten noch kein Risiko eingehen. Also es ist ihnen offensichtlich wichtiger, jetzt keine frühzeitigen Leute zu verlieren, als eben die Map-Kontrolle an sich zu reißen. Guardian hat ein sehr, sehr schweres Spiel hier mit seiner AWP. Der hat beim letzten Mal, wo ich Navi auf Overpass gesehen habe, nicht so gut ausgesehen. Ich habe ihn relativ gut rausgenommen mit Smokes und Flashes. Edward. Nicht damit gerechnet, dass sie so spät noch da hinten stehen. Es gibt keine wirklichen Informationen dann. Das könnte vielleicht funktionieren. Dann würde Sprout jetzt den Überraschungseffekt auf seiner Seite. Navi hat trotzdem relativ viel Zeit, um runterzuschieben. Flamey ist abgesmoked, aber muss natürlich komplett rauspushen, um hier eine Möglichkeit zu haben, ins Geschehen anzugreifen. Sie ist nachgeschoben, schafft sich ein und kommt Zeus um die Ecke. Bombe legen wäre unglaublich wichtig, jawohl. Jetzt geht nämlich der Druck auf Navi über. Aber sie haben sind schon voll dabei, den Retake zu spielen. Biali als einziger auf dem Spot, der kriegt ja den AWP-Stoß von Guardian in den Rücken. Und das ist Runde Nummer 12 für Navi. Eigentlich stark gespielt von Virtus Pro. Aber dadurch, dass Navi hier durch die kurzen Verschiebewege als CT rechtzeitig nachschieben konnte, haben sie sofort den Retake angespielt. Durch die gelegte Bombe jetzt in der Lage nochmal einen Haltungsschlüssel zu kaufen. Man hat sich 4 Smokes gegönnt. Also ein bisschen die Möglichkeit zu verschieben und zu faken ist da. Smokes jetzt so unglücklich. Ich weiß nicht, ob Flamey die so gut findet. Möchte man eigentlich relativ genau in diesem Rohr haben, damit es eben passt. Damit den Gegner komplett wegsmoken kann. So könnte es unter Umständen passieren, dass man versucht hier vor der Smoke so ein bisschen rumzugehen. Weiß ich nicht, ob das funktionieren könnte. So. Smoke hier oben, direkt über die Ecke. Die ist schick, die habe ich so noch nicht gesehen. Nicht allzu schwer, der Fixpunkt. Und dann kommt die Smoke, die soll Guardian natürlich wieder rausnehmen. Der entscheidet sich, einen kleinen Moment zu warten, hat gar nicht mal schlecht gezielt. Tick in vorbei an Virtus Pro. Noch hier kommt ein neuer Fixpunkt. Ich bin mal gespannt. Unten an die Laterne. Oben auf die Ecke vom K. Jetzt hat er natürlich seinen Fixpunkt verloren. Was ein bisschen ungünstig ist. Aber sie müssen jetzt einfach Ghost spielen. Sie haben sich entschieden, die Taktik ein kleines bisschen zu ändern. Mehr aus der Spielweise raus. Er hat versucht noch gegenzuhalten. Und jetzt ist es wichtig für ihn, dass er an der Seite überlebt. Damit er einfach den Druck von der Seite noch aufbaut. Zeus entscheidet sich, den Bombenleger erstmal zu ignorieren. Vielleicht hätte er den einfach mitnehmen sollen. Aber gerettet hätte die Runde höchstwahrscheinlich nicht. Also, Virtus Pro mit dem Lang-Go erfolgreich. Es ist... Ja, es ist Guardian, der sich da sehr, sehr schwer tut. Aber was will man noch groß machen mit der AWP? Die einzige Möglichkeit, die AWP sinnvoll einzusetzen, ist eigentlich hier in diesem Offensivbereich. Entweder hier über diese lange Position. Ich kann keine geraden Striche malen. Holy shit. Oder eben von hier. Dann kann man da mal ein bisschen was einsehen. Aber da braucht man noch immer Backup, damit man zurückkommt. Ansonsten kann es passieren, dass einem der Weg dann abgeschnitten wird. Je nachdem, wo der Gegner ankommt. Jetzt haben sie ja versucht, das Ganze ein bisschen offensiver einzusetzen. Aber es ist eben auch zu riskant. So, jetzt Strategiewechsel. Den finde ich nicht schlecht. Edward steht offensiv. Guardian zielt wieder ganz normal an. Ich denke, da wird auch sicherlich die Smoke vorher kommen, bevor man irgendwas spielt. Das Problem ist, dass Guardian ablenken kann mit diesem einen Schuss. Ja, und jetzt wird er da mit der Flash rumgehen. Edward hat gehofft, dass der Gegner gerade ein bisschen beschäftigt ist. Schön gemacht. Und Guardian sollte ihm jetzt Backup geben, aber er scheint da nicht zurückzukommen. Ah, perfekt. Es wäre perfekt gewesen, er hätte sich Guardian vor die Smoke gestellt, denke ich. Er hätte vielleicht riskiert, auch noch gepickt zu werden, aber ich glaube, als Backup wäre es in dem Moment wichtiger gewesen. Weil jetzt steht er wieder da ganz hinten, jetzt hat er keine Möglichkeit, den Spot zu halten. Stattdessen ist aber die Langsmoke schon weggegangen, das heißt, Virtus Pro scheint nochmal rumrotieren zu wollen. Sie hätten die letzten Sekunden nutzen müssen.
Schönes Brett von Neo. Guardian völlig auf der falschen Position. Jawohl. Schön gemacht. Guardian tut sich extrem schwer und das hat Edward jetzt eben auch nochmal das Leben gekostet. Also das könnte vielleicht ein Einstiegspunkt sein für Virtus Pro. Jetzt kommt der Pause-Call. Wenn es sowas wie eine taktische Pause kommt, dann wäre das jetzt der perfekte Moment, um sich zu überlegen, wie man Guardian auf Lang dort helfen kann. Aber scheint nicht weiter schlimm gewesen zu sein. Die Bankposition für den Fall, dass hier jemand steht. Oh, schöner Schuss von Snacks. Auch Zeus wieder rausgejagt. Trotzdem die Möglichkeit gehabt, sich immer neu zu positionieren. Test ist der erste Hauptspot. Test, Frank im Einsitz. Hat ihn ein bisschen AP gekostet, das könnte vielleicht jemand anderes vorgehen lassen. Jawohl, Bialy, schön. Irgendwo auf dem Spot hat sich immer noch Seas versteckt, aber auch der wurde jetzt gefunden. 10 zu 12. Push, Edward, die Flash, das Go, der hat absolut nichts gesehen. Und auch Guardian kriegt sofort ins Gesicht auf Lang. Und diese Langposition, das bleibt der Schwachpunkt bei Navi. Und das wird Virtus Pro immer und immer und immer wieder ausnutzen. Also es gilt dafür, dann bei Navi eine Lösung zu finden. So, es wird versuchen, seine Waffe noch irgendwie durchzumogeln. Jetzt ist er bekannt. Dann piept noch ein kleines bisschen, also wird sie verteidigen können oder müssen. Schön gemacht. Oh, die Nate reicht nicht. Ah, bitte. Er hat so viel Schaden gemacht, aber er kriegt am Ende die Waffe dann doch nicht durch. Ich bin gespannt, ob Navi bald eine Lösung findet für dieses Langproblem. Das könnte ihnen hier wirklich ernsthaft das Genick brechen.
Neo, der kriegt er von Edward ins Gesicht. Überzahlsituation für Virtus Pro nach wie vor. Da hinten kommt Viali, wird verhindern wollen, dass jemand die Waffe durchbekommt. Noch Guardian auf der Treppe. Da liegt die Banane bereit, vielleicht möchte sie haben. So, jetzt doch wieder Pause-Call. Also vielleicht ist da noch irgendwas. Jetzt kommt der Timeout. Also gut. Ich hätte ihn schon in der letzten Runde gezogen, wenn ich ehrlich bin. Sie müssen sich eine Lösung einfallen lassen. Und das muss ich leider sagen, so gerne ich Guardian spielen sehe, hier auf der CT-Seite ist er für Navi etwas ein Klotz am Bein. Denn das ist mir schon in der letzten Partie aufgefallen. Er hat große Probleme, sich auf lang vernünftig ins Spiel zu bringen. Spielt recht defensiv AWP, das ist sein Spielstil. Er ist kein JW, der irgendwo offensiv rumrennt. Aber dadurch, dass er so defensiv spielt, ist er hier natürlich gut wegzusmoken. Also, wenn man von hier hinten mit der AWP zielt, oder auch von hier, Mann, ich kann keine geraden Linien zeichnen, oder auch eben hier steht eine Smoke hier und schon ist Guardian weg. Oder eben eine Smoke hier, wenn der Spot vernünftig eingesmoked ist. Und Guardians ganze Blickwinkel sind komplett hinüber. Das heißt, er steht im Prinzip mit einer AWP im Nahkampf und dann wird er mehr oder weniger über den Haufen gerannt. Dann haben sie versucht, dieses Edward-Spiel hier reinzukriegen, dass Edward hier unten stand und dann rumgezogen ist. Da wollte Guardian die Flash werfen. Aber hat er irgendwie nicht ganz hinbekommen. Und genau in dem Moment hat sich Edward dann entschieden, ohne Flash rumzugehen. Und dann hat Guardian auch mit dem Backup so ein bisschen gefällt, also... Nimm ein Lineal. Ja, ich muss mir mal so ein Zeichenpad zulegen. Das Problem ist, dass auch diese... Man kann nur einzelne Meter malen. Das heißt, richtige Kreise sind auch ein bisschen schwierig. Also... Es bleibt abzuwarten, wie sie Guardian vernünftig ins Spiel bekommen. Er wird weiterhin AWP spielen. Und Guardian ist eigentlich jemand, der auch Rifle spielen kann. Also warum nicht den Spielstil darauf umstellen, dass man Guardian in die Rifle setzt. Jetzt wird er sehr, sehr offensiv gehen. Das ist auch nicht schlecht. Das ist eher JWs Position. Edward down. Zeus mit dem Refrake zur Stelle. Die Bombe ist da schon gedroppt. Also kann Guardian sich jetzt noch schon auf den Weg machen. Tess, der Refrake sitzt. Sie kommt jetzt noch aus der Tür. Perfekter Moment, um hier einiges an Schaden zu machen. Entscheidet sich zurückzugehen. Richtige Entscheidung, denn das gibt seinen Mates wertvolle Sekunden, um sich in eine bessere Position zu bringen. Flamey, ja, der muss sitzen, 13 zu 12. Also das hat das Problem nicht wirklich gelöst, das ist eher Virtus Pro, die da ein bisschen in die Falle gelaufen sind. Schnelle Verschieben aus dem Connector hat sich da gut bemerkbar gemacht. Ich denke mal, jetzt wird er das gleiche nochmal spielen. Und wird das Pros wieder? Nein, jetzt sind sie unterwegs Richtung A. Da muss der Sprung sitzen. Ja, zweites Mal hat er nicht die Zeit, um es zu versuchen. Auch diesmal wird er wahrscheinlich wieder nicht so viel zu tun bekommen. Ob das so eine gute Idee ist, um Virtus Pro ihn da einfach machen zu lassen. Ich denke, sie haben erkannt, dass die Schwachstelle von Navi A lang ist. Das hat man wieder Seas in den Connector. Auch da eine kleine Änderung. Normalerweise war das Edward immer. Und auch da Seas eigentlich jemand, dem ich die Connector-Position schon zuschreiben würde, der das ziemlich gut drauf hat. Frag Nummer 1 sitzt. Jetzt muss er schauen, dass er hier noch davon kommt. Aber Pasha lässt sie nicht. Das ist das Problem, wenn er ganz alleine steht. Kommt er nicht mehr weg und hat keine Chance, weiter offensiv zu gehen, wenn er so viel AP in den ersten verloren hat. Also gehüpft wie gesprungen. Er ist mehr oder weniger tot. Kommt da wieder die Anti-Guardian-Smoke. Einfach versucht in den Nahkampf zu kommen. Guardian wird wahrscheinlich relativ schnell in den Rücken. Jetzt hat er ein bisschen mehr Zeit, sich auf die linke Seite zu konzentrieren. Zeus hat danach gesetzt. Guardian im Nahkampf! Es geht doch! 14 zu 12, da hat man Guardian ein bisschen zu viel Spielraum gelassen. Der hat sich ganz anders positioniert hinterm Laster, damit er auch in die andere Richtung schauen kann. Er musste sich natürlich auf die Rückendeckung von Seas verlassen.
Oder Edward war es, glaube ich, der direkt hinter ihm stand. Auf jeden Fall haben die beiden sich nur darum gekümmert, Guardian zu decken. Und dann verschießt er nicht und schon passt es. So, Guardian wird sie sicherlich wieder versuchen, dort oben an die Position zu gehen. Na, das funktioniert irgendwie nicht ganz. Entscheidet sich nochmals zu versuchen, das war's dann. Nicht so hundertprozentig sicher. Und kurz durchgebrochen. Guardian wird versuchen, einfach seine Position noch ein bisschen zu supporten. Flash in den Rücken von Ziest. Die war nicht so schlecht. Die Gelegenheit, um einfach nochmal ein kleines bisschen zurückzugehen. 1:10 und Virtus Pro hat schon die komplette Kontrolle über diesen Bereich hier erlangt. Da gibt es keine Möglichkeit, wieder zurückzukommen. Deswegen eine verständliche Entscheidung von Navi, da nochmal ein kleines bisschen gegenzugehen. Aber Ziest hat schon einiges an AP verloren. Jetzt kommt er nicht mehr weg. Und sie... Zeus war das, sorry. Sie wissen natürlich, dass sie jetzt auch ein bisschen doof dasteht. Deswegen muss er sich einfach durchkämpfen. 2 gegen 2 Situation. Und Guardian hat zumindest den Vorteil, dass der Gegner schon mal etwas mit den Smokes sich verschätzt hat. Guardian, 1 gegen 1. Da oben ist er. Und Guardian hat gezoomt. Er hat ihn getroffen. Und dann sitzt er nochmal nach ohne Zoom. Und Pasha hat zerlegt es. Auch der hatte wieder die Möglichkeit gehabt. Er stand so dicht oben am Gegner. Ganz, ganz knappe Geschichte. 15 zu 12. Und Navi hat im entscheidenden Moment ein kleines bisschen mehr Glück. 2-mal hat Guardian ihn angeschossen. Das scheitert einfach so ein bisschen wieder an der Sicherheit von Pasha, die man eigentlich gewohnt war schon fast. Also wirklich in den Griff bekommen haben sie das Problem meiner Meinung nach nicht. Guardian trifft einfach nur im Nahkampf, wenn es drauf ankommt. Unglücklich die Flash gefangen, aber das ist passiert. 16 zu 12. Also, Navi durchgekommen, haben sich fürs Winner Bracket Finale qualifiziert. Kurzer Blick nochmal rein. Ja, Ziest 34, 16. Schöne Karte von über 2. Starke Vorstellung von ihm.